Folge lernten wir die beiden Formen des Sanderns kennen. Einmal die Typ, einmal den von Typ Boden und einmal die Alola-Form vom Typ Eis und Stahl. Stellten relativ große Unterschiede bei den Typ-Schwächen, allerdings ziemlich viele Gemeinsamkeiten beim Aussehen und bei den Attacken fest. Heute kümmern wir uns dann um die Weiterentwicklung Sandermeer, weiterhin in seiner normalen Form von Typ Boden und weiterhin in seiner Regionalform, eben dem Alola Sandermeer, den es seit der 7. Generation gibt, den Typen Eis und Stahl. Sandermeer ist weiterhin ein Schuppentee-ähnliches Pokémon, hat gelbe, weiße und braune Farben, schwarz eben jetzt nicht mehr, schon mal ein Unterschied zu seiner Vorgängerversion. Bis auf den Stachel auf seiner Stirn, der gelb ist, sind die übrigen Stacheln braun. Der untere Teil des Gesichtes sowie der vordere Körperbereich und die Krallen sind weiß und der restliche Körper ist gelb gefärbt. Und der Kopf weist eine längliche Form auf, die Schnauze läuft spitz abrundend zu und zwei lange Ohren wachsen auf dem Haupt und die länglichen großen Augen sind schwarz-weiß gefärbt und das Boden-Pokémon ist auf seinem kompletten Rücken mit sehr dicken, schuppigen Stacheln versehen. Besonders auffällig sind dann dabei seine zwei ausgeprägten Krallen an den Händen und im Verhältnis dazu sind seine Arme relativ klein und dünn und seine Beine sind in Korrelation dazu deutlich stämmiger, besitzen allerdings nicht so ausgeprägte Krallen. Sein Alola-Form hat einen sehr ähnlichen Körperaufbau. Die normalerweise gelben Körperbereiche sind nun hellblau gefärbt. Das Eis-Stahl-Pokémon, eben wieder die veränderten Typen, unterscheidet sich dann von seiner regulären Form besonders dadurch, dass die Stacheln auf seinem Rücken zu großen Spitzen sowie blauen Eiskristallen gefroren sind. Dadurch ist es auch etwas größer und schwerer als sonst und ferner sind seine Krallen an den Enden etwas abgeknickt. Das normale Shiny-Sandern, da sind die normalerweise gelben Teile seines Körpers in einem hellen Braunton gehalten und seine Stacheln sind nun magenta gefärbt und das Alola-Sandermeer ist etwas dunkler gefärbt als das reguläre Exemplar. Sandermeer kann bis auf sehr wenige Ausnahmen nur physische Angriffe einsetzen, eben wie seine Vorentwicklung Sandern. Dabei nutzt es dann im Angriff bevorzugt seine scharfen Klauen und seine spitzen Stacheln und passend zu seiner Fähigkeit, sich augenblicklich zu einem Ball zusammenrollen zu können, erlernt es die Attacken Einigler, Walzer und Gyroball, jedoch nicht die Attacke Einrollen, auch hier wieder die deutlichen Gemeinsamkeiten zu. Mit seinen Fähigkeiten Sandschleier und Sandscharrer nutzt es die Anpassung und seinen sandigen Lebensraum in der Wüste und nutzt das Vorhandensein eines Sandsturms, um seinen Fluchtwert oder seine Initiative zu steigern. Und auch seine Alola-Form ist an ihren eisigen Lebensraum angepasst und besitzt als Gegenstück zu seiner regulären Form die Fähigkeit Schneemantel. Dies ist dann eine Variation von Sandschleier mit dem Unterschied, dass sie nicht durch einen Sandsturm, sondern durch Hagel und Schneefall aktiviert wird. Das heißt, hier haben wir auch wieder eigentlich keine Veränderung zu seiner Vorentwicklung Sandern und eben auch die Typ-Schwächen bleiben gleich. Was ich noch dabei sagen möchte, die normale Form entwickelt sich ganz normal weiter, eben auf Level 22, während die Alola-Form sich nur durch ein Eisstein von Sandern zu Sandermeer weiterentwickelt. Dann gehen wir nochmal auf die Typ-Stärken und Typ- oder eigentlich nur die Typ-Schwächen ein. Da haben wir, wie gesagt, bei der normalen Form vom Typ Boden eine Immunität gegen Typ Elektro und nur einen halben Schadenswert von Gift- und Gesteinsattacken, dafür gleich doppelten Schaden gegen Pflanze, Wasser und Eis. Und was sich dann eben bei der Alola-Form mit den Typen Eis und Stahl verändert. Da hat man dann statt Elektro eine Giftimmunität, nimmt sogar nur ein Viertel Schaden gegen Typ Eis und gegen sehr viele Typen, nämlich gegen Normal, Pflanze, Flug, Psycho, Käfer, Drache und Fee nur halben Schaden. Dafür
doppelten Schaden gegen Typ Boden und sogar vierfachen gegen Feuer.